Aber machen wir jetzt hier weiter. Ich glaube, wir waren hier im Victoria 3 eher beim Stromausbau, wie es aussieht. Ja, Werkzeuge, Gedöns, Holz wieder mal. Genau, unser BIP war gut. Weltweit waren wir ja eh unangefochten beim BIP. Sehr gut. Und wenn wir den Strom jetzt nochmal weiter ausbauen, wird es auch mal besser. Nationalmiliten kriegen wir nicht. Ich wollte ja ein bisschen mehr in die militärische Offensive auch mal wieder investieren. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, wie ich in so abgeschiedene Länder reinkomme. Vielleicht nicht, ob Frankreich da allgemein oder Portugal Vorteile hat, weil die schon grundsätzlich da sind. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Wir warten jetzt erstmal ab, bis wir die Sachen hier aufgewertet haben. Ich schütte mir derzeit schon mal einen Tee ein. Hier ist echt kalt geworden. Vakuumierung breitet sich aus, Gesetzesfortschritt wird immer schlimmer. Werkzeug wäre ich fertig in einer Woche, in 4 Wochen dann Holz. Millionen BIP, das ist doch echt in Ordnung. Was forschen wir gerade? Elektrische Kondensatoren. Was? Ach, alles auch elektrisch. Ja, brauchen wir noch mehr Strom. Halt auf jeden Fall. Hier irgendwas demnächst. Moderne Krankenpflege. Panzerschiffe. Gesellschaft. Faschismus. Das ist super. Okay. Wir haben sonst noch was am Start. Dynamit nicht. Welche Maschinen? Ah da, verbesserter Dünger wäre natürlich auch nicht schlecht. Schauen wir mal. Jetzt haben wir die Holz auf Stufe 20 bald. Ja, auf 19. Na dann halt so. Ja, auf Stufe 20 doch.
Aber mal kurz Salmo Minus machen. Oh, hier wird schon gebombt. Direkt an vor der Haustür. Da kämpft Oldenburg gegen die Niederlande. Waffenstillstände, wer ist denn das? Rettungspakt Rivalität. Personalunion. Benin. Niederländischer Bauernaufstand. Da knallt es auch. Lübeck. Und Schleswig-Holstein. Was bombt? Da bombt es auch. Frankreich. Und die Preußen. Eieiei. Okay. Wir sind mittendrin, ja, hervorragend. Jetzt hier ein bisschen befördern. Der ist schon so weit oben. Der ist auch schon 87. Hat 19 reguläre Bataillon, kann bis zu 22 ausheben. Die Anzahl logischen Entwicklungsstand der belgischen Bataillon ergeben eine Mehrmachtproduktion 152. Aha, wenn ich da drauf gehe. Der König der Niederlande, what the fuck? Sterben die auch? Oder bleiben die? Realität Preußen. Württemberg ist auch mit Preußen im Krieg. Preußen gegen Württemberg. 103. Preußen ist bei Kriegskosten von fast 3 Millionen.
Müssen wir mal eindeutig ein bisschen aufrüsten, weil die kommen uns ja alle gefährlich nahe. Hier ist Überlohn da oben am Knallen und wir haben halt die geilste Wirtschaft natürlich. Wollen die sicherlich auch um. Könnten uns natürlich auch mal gefährlich werden. Das könnte jetzt hier fast schon reichen mit dem Strom. Da. Ja schon wieder nichts, ne? Wallonien ist Verwüstung. Fuck. Jetzt ein bisschen Unterstützung. 3, 2, 3. Investitionen da unten. Boah, wir sind auf einem absoluten geringen Stand von Radikalen in unserem Land. Die meisten sind da oben in Flandern, gibt es gar keine. In Wallonien gibt es ein paar. Ganz wenige nur. In Flandern gar nicht. Sieben wird einfach da. So, aber wir kommen hier nicht weg. Also drumherum sind alle wesentlich stärker als wir. Oh, Sekunde. Wir haben jetzt das Gesetz Nationalmilizen. Minus 25% politische Stärke bei den Streitkräften der diesen Tüten. Plus 5 Kaserne Maximalstufe. Plus 100 Einberufungszentrum Maximalstufe. Kann 105 Bataillone mobilisieren. Guck mal da. Irgendwelche die hier Leute noch wollen. Immer noch dagegen. Kostet einfach zu viel. Eingeschränkte Kinderarbeit. Wollen die?
Angehörige Einkommen. Plus 1 maximale Investition in Bildung. Das heißt, wir könnten, wenn wir Kinder damit erlauben, können wir die Bildung erhöhen? Dann wäre eigentlich schon wieder wert, ne? Eigentlich ganz gut aus dann. Bleibt das dabei, ja, dann machen wir. Weil du durch die Bildung erhöhen können, ist das was Gutes im Endeffekt. Im Holz. Immer noch gerade so, dass es genug ist. Das ist mit den hier mit den Feldern. Ich investiert. Ich weiß immer noch nicht, wie das passiert denn hier. Das ist der Krieg zwischen Frankreich und Preußen und die sind da richtig gerade Riesenstück von Frankreich am Einnehmen. Ist Frankreich dann vielleicht gerade die sind nicht geschwächt. Ich hätte gedacht, wir könnten da jetzt so einpieksen und vielleicht den Teil hier der Champagne oder Picardie nehmen. Ja. Aber bei der Machtanzahl hier noch, das wird nichts, glaube ich. Lassen wir mal bleiben. Können wir uns vielleicht Luxemburg schnappen? Das könnten wir vielleicht nutzen und uns Luxemburg schnappen. Ah, dann sind die Niederländer ja auch on fire wieder, ne? Mit der Personalunion da. Wie ist denn hier mit den Ländern aus? Mit Fett. Sind die stark? Wäre auch ein irgendwie der Grund, irgendwie da reinzukommen, Mann. Ne? Halt lieber was Kleineres. Aber hier ist man auch direkt umgeben von Frankreich wieder und sowas, wo man auch wieder nichts machen kann. Was denn hier mit Ibadan? Verteidigungspakt mit Qing und mit Russland. Ja, ich glaube nicht, dann das können wir ja ganz gewaltig vergessen. Was ist denn mit Dahomey? Bündnis mit Sokoto. Ach ey, okay. Die wären kein Problem, Sokoto wiederum.
Die wären ein riesiges Problem. Die würden wir nicht schaffen, tatsächlich. Peter Maritzburg. Damit. Okay. Damit sind die verbündet. Das sollte uns egal sein. Das heißt, wenn wir sagen, wir speichern das mal. Dass jetzt hier gewaltig alles schief läuft. Weil ich die Kriege immer noch ziemlich unübersichtlich finde hier in dem Spiel. Jetzt wäre es mir egal. Frankreich hat gerade selbst einen Kampf zu kämpfen. Portugal wäre egal. Oranje wäre ebenfalls egal, wenn die damit einsteigen. Die Schweden sind mit auf unserer Seite wiederum. Und Großbritannien könnte uns bei uns noch mitmachen. Also wenn Frankreich dagegen kommt, haben wir ein gewaltiges Problem. Und wenn China, also Qing, dazu kommt, dann können wir eigentlich direkt aufgeben. Aber warum sollte Qing da was gegen haben? Wir gucken mal erstmal. Eieiei. Preußen geht hier aber richtig in Frankreich rein. Verwerfung verweigert. Noch 3 Wochen, dann ist auch wieder der Strom noch besser. Das ist aktuell auch absolut in Ordnung. Wir sind der größte Produzent von Strom auf der Welt. Ja.
Wir entwickeln jetzt die Panzerschiffe. Ich glaube, das wäre super, weil dann wir müssen halt weit fahren, um da weiterzukommen. Wollte ich denn jetzt eben, ach ja, da unten. Mal eben hier. Okay. Nicht okay. Mal ein bisschen erhöhen. Kraftwerkeausbau wurde abgeschlossen. Gut. Stabile Energieversorgung. Die jüngste Erweiterung unseres Gebäudes Kraftwerk in Flandern hat den Glauben an eine Zukunft geweckt, in der jeder in den Vereinigten Belgischen Staaten Strom hat. Unbegrenzte Energie. Jetzt sind wir denn bei den Dampfturbinen. Nee, das dauert zu lang. Dann nehmen wir lieber jetzt den guten Effekt. Oh, wir sind nah dran, dass wir das endlich genug haben. Und das aber jetzt noch zweimal aus. Wallonien.
Ja, also mit den Panzerschiffen würde ich das auf jeden Fall riskieren, mal Zulu irgendwie einzunehmen oder so. So habe ich halt einfach gar keine Ahnung. Der unsichtbare Schrei. Aufgrund der unmenschlichen Bedingungen, denen Kinder an ihren Arbeitszeit ausgesetzt sind, haben sich viele Familien in Flandern dafür entschieden, ihre Kinder zu verstecken. Sie hoffen, ihre Kinder so vor der Arbeit schützen zu können. Was ich denn machen? Verstehe auch nicht, warum, wenn ich das durchsetze, warum ich dann bei der Bildung eins weiter freischalten kann. Was das mit damit zu tun hat, verstehe ich halt auch nicht wirklich, aber Bildung ist halt gut. Muss man da eben mal durch, ja. Auf lange Sicht ist das ja das Richtige. Der BIP pro Kopf steigt weiter auf 9 Millionen. Und endliches Wachstum in Belgien. Das kann man nicht anders sagen. Das ist ja grandios. Da knallt es weiter. Aber die. Oh, die Franzosen sind gerade bei einer Gegenoffensive. Wir denn da jetzt noch mal machen? Ach, das ist Südamerika. Wo sind wir denn hier? Das heißt, wir müssen diesen Staat eigentlich erobern. Ja. Müssen noch ein bisschen warten. Die Panzerschiffe dauern noch 25 Monate. Was soll da eigentlich auch so reichen? Ich weiß nur nicht, wie ich die Armee da hinkriege.
Kriegen die Hände ab hier beim Spielen. Gehen wir mal kurz ein bisschen. Hier haben wir genug. 0,7. Nein. Oh, wir brauchen viel mehr Werkzeuge, als wir haben. Ja, wird hier nochmal richtig losgebaut. Hallo. Ja, das ist doch super. Dann funktioniert es ja heute nochmal besser. Obwohl, du hattest ja eigentlich eher weniger Probleme letzte Woche. War ja immer Markus. Ach. Gerade wächst hier wirklich alles. Da auch bei der Bevölkerung kriegen wir gerade die Kurve nach oben wieder. Ja, schon. Wir haben auch so wenig. Wir haben minus 13. Was? Was war das? Wir haben seit 1861 13.400 Radikale weniger. Das heißt, wir haben echt saumäßig wenige. Wir haben fast gar nichts mehr. Unsere Bevölkerung ist sehr ausgeglichen. Aber ich meine, die haben auch gar keinen Grund auszurasten. Also das sieht schon echt gut aus. Das BIP ist gut. Pro Kopf weltweit sind wir auf der Nummer 1. Auf den Rängen sind wir vor China, vor Schweden. Das Belgien, ja, darf man. Britisch-Indien ist auf Platz 7, kennt ja auch keiner. Beim Lebensstandard sind wir auf Platz 4 der Welt. Hinter Schleswig, Norwegen und Brunei. Lebensstandard denn in Brunei so hoch? Weiß man nicht. Sind ja schon wieder gut hier am Bauen. Und weil wir die Panzerschiffe haben, werden wir es mal probieren, ob wir nicht da unten in Sulu reinkommen. Die sind nicht sonderlich stark, glaube ich. So, die haben ja auch sicherlich ganz andere Ressourcen. Hier Bananenplantagen, Hirsefelder haben wir alles gar nicht. Baumwollplantagen. Alles Sachen, die haben wir gar nicht. Teeplantagen. Ziemlich hohe Kasernen haben die gebaut. Ist er jetzt ein Eigentor geschossen?
War dumm. Na gut, jetzt werden erstmal die Felder in Wallonien fertig. Hier nur noch ein bisschen an der Kaserne schrauben, ne? Zweimal. Ja. Dick 12. Und der da? 9. Dass ich so eine Heizung bei mir um Schoß liegen habe. Dann kann ich ab und zu, wenn hier nichts zu tun ist, die Hände wärmen. So eine Win-Win-Situation, ja. Dafür darf hier jemand unter der Decke liegen. Dafür darf ich meine Hände wärmen. Ne, Nero? Ist aber auch warm, ey. Warum seid ihr immer so warm? Wie sieht es hier beim Krieg aus? Oh, die Franzosen haben sich fast alles zurückgeholt. Oh, nee, jetzt werden die Preußen wieder stärker. Nicht, dass es jetzt wieder zurückgeht. Immer noch so stark oder ist das das Allgemeine, was die halt haben? Preußen gegen Frankreich ist natürlich ein Riesenkrieg, aber da mischen wir uns auch auf gar keinen Fall ein. Das kann uns nur. Kann nur unser Ende sein. Was denn? In Anerkennung von Leistungen. Mit den jüngsten Investitionen in Holland hat die Rohstoffindustrie dort einen positiven Saldo für Fischereianleger erzielt. Interessensgruppen haben es eilig, die Ehre dafür zu beanspruchen. Wieder plus 2 Kraftwerke, jetzt sind wir schon bei 7. Jo, jetzt sind wir richtig am Strom erzeugen. Jetzt Kraftwerk Nummer 1 der Welt steht in Brüssel, meine Freunde. Richtig gut. Und wir machen einen Plus. Das ist der Wahnsinn im Moment. Ja, dass man nicht mehr so ein bisschen in die Technik investieren kann. Oder warte mal, wöchentliche Innovation. Vielleicht kann man da ein bisschen... Warte, kann man das steigern mit irgendwas? Vielleicht mit der Uni? Jetzt bauen wir mal nochmal an der Uni.
Was ja? Vermeidbare Verletzungen. Die Regierung drängt darauf, ein Gesetz zu erlassen, das erwachsene Männer dazu zwingen würde, die entstehenden Lücken zu füllen. Ihre Körper sind jedoch zu groß und ihre Finger zu breit für diese Arbeiten und die Zahl der Unfälle hat zugenommen. Noch mal ein bisschen zurückrudern. Oh, der Friedensvertrag zwischen Württemberg und Preußen. Und zwar Deutschland vereinen wollten sie, die Preußen. Wie sieht das da jetzt aus? Nicht, ist alles am Brennen. Na gut. Moderne Krankenpflege freigeschaltet. Durch die Einführung einfacher Techniken wie das Händewaschen und die Pflege am Krankenbett kann die Zahl von Todesfällen beträchtlich verringert werden. Kasernen und Einberufungszentren haben jetzt was Neues. Machen wir mal Kasernen. Bettlazarett. Müssen wir halt auch mal ein bisschen mehr ausgeben. Mein Feldlazarett ist ja nun mal gut. Blei. Wir haben zu wenig Blei. Eisenbahnarbeiter würde ja auch nochmal gut, denke ich, dafür sein. Wir können hier nur leider nichts Bleimäßiges bauen. Bleiproduktion wird nochmal stark erhöht. Wir brauchen jetzt endlich mehr Strom. Das geht nicht höher. Aber schön in Holland investiert. Wir haben die Hälfte zu den Panzerschiffen jetzt geschafft, noch 17 Monate.
1000. So, wir erst mal Zentralarchive. Wutgeber, könnte man das mit denen machen? Nichts zu werden. Oh, die Bleiwerke sind jetzt auch, Bleiminen ist auch durch. Wir haben jetzt über 5 Millionen Einwohner. Arbeitslose sind davon 18.000. Dem waren es noch 7.000. Ich wurde doch gerade irgendwas fertig. Oh, wir brauchen wieder Hartholz. Anarchismus, das ist natürlich hervorragend. Was will man denn damit? Okay. Wallonien.
Und brauchen wir da mehr Holz noch? Letzte Stufe der Holzfällerwerke da. Das ist da dann auf jeden Fall genügend. Wir gucken mal in Wallonien nach dem Strom. Wie sieht es mit den Motorwerken aus? Wir probieren das jetzt einfach mal. Manche das jetzt wirklich nur, weil das so unübersichtlich ist, finde ich persönlich. Und dann werden wir es jetzt mal probieren, ob wir. Ja, oh, sorry, an Nero tatsächlich. Aber der ist jetzt gerade gegangen. So, jetzt probieren wir es einfach mal aus. Ob wir Sulu erobern können oder nicht, ob das irgendwie funktioniert.